Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Trauer. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Jurassic World Evolution. Wer die... Machen die hier Terror? Macht ihr Terror? Ach du Güte. Okay, wir müssen eine Futterstation auffüllen. Das machen wir natürlich immer schnell. Das ist hier hinten. Ja, auf der zweiten Insel kriege ich es überhaupt nicht geregelt. Das irgendwie ein bisschen hübsch zu gestalten. Beziehungsweise die Finanzen in den Griff zu kriegen. Die Lebenfutterstation hat noch 5 Stück drin. Wieso läuft hier keine Ziege rum? Ich glaube auch, dass die Raptoren hier irgendwie nicht so amused sind. Wir haben hier unten Futter, wir haben hier oben Futter, wir haben hier hinten Futter und da eine Lebensstation. Also wir haben Futter, haben wir eigentlich eine Menge. Ich baue jetzt einfach noch eine. Und zwar, wenn sie hier rauskommen direkt. So. Dann kann jeder für sich futtern. Jetzt auch wieder schönes Wetter. Guck mal, das Leben ist wieder hübsch. So. Also auf der anderen Insel müssen wir auf jeden Fall noch was tun. Was haben wir hier? Da haben wir Futter, da haben wir Futter. Haben wir auch 4 Futterstationen. Wir setzen, hier haben 5 Futterstationen. Es langt ja wohl allemal. Ja, das neue Update hat einiges reingebracht, was einen natürlich dann entsprechend hier... Die können wir verkaufen, die können wir verkaufen. Was einen natürlich dann in Bredouille bringt in den letzten beiden Folgen. Und Serra... Ankelo Edmonto. Schickt mir den Heli los. Wir müssen Geld machen. Und wir haben jetzt ein Fossil zum Verkaufen und die anderen beiden, die ja schon komplett ausgebrütet sind. Das langt aber nicht unsere finanzielle Lage da auf der anderen Insel in den Griff zu kriegen. Das nervt maximal. Ich verstehe auch, und das wiederhole ich noch zum 5. Mal, wenn es sein muss, ich verstehe nicht, warum die Finanzen getrennt sind. Ich verstehe nicht, warum die Finanzen... Und also wenn, dann hätte ich alles getrennt. Aber dass nur die Finanzen getrennt sind, im Endeffekt, aber die Forschung ist nicht getrennt. Es ist eigentlich so gut wie nichts getrennt. Gut, vielleicht hier diese Aufgaben der verschiedenen Abteilungen sind getrennt. Aber, ja. Das ist echt nervig. Und ich kriege überall Geld rein, nur nicht in dem anderen Park. Wir haben zu wenig Dinosaurier, oder? Die Spaßbewertung fehlt. Was steigt denn den Spaß? Was haben die denn hier noch drin? Haben die einen Freefall Tower oder sowas? Können wir vielleicht Menschen ins Gehege hängen? Fastfood. Restaurant, das haben wir ja alles. Hier, das gibt Spaß. Da. Der Kleiderladen gibt zum Beispiel Spaß. Aha, der Souvenirladen bringt Spaß. Gut, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir machen da mal folgendermaßen. Wir ziehen mal die Wege hier. Ich ziehe jetzt mal dünnere Wege, weil das sonst... Komm ich... Ich sehe nicht, wo ich hier durchkomme. Ah, da. Nee, das ist nicht gut. So, hier vorbei. Mal gucken, ob wir auch einen dicken Weg hier reinkriegen. Nein. Doch so. Und dann hier so vorbei. Und ich ziehe jetzt einfach mal den Weg hier so rum. Und dann machen wir hier den dünnen noch an. Okay. Und jetzt gucken wir, wo wir hier noch Souvenirs hinkriegen. Souvenirladen. Wo ist die Kante? Hier ist die Kante, hier könnte es rumgehen. Gute, da haben wir das Artefakt bekommen. Sie haben bekommen. Den Auftrag erfüllt. Hoffentlich wird uns das, was Sie mitgebracht haben, keine Probleme bereiten. Ach, bestimmt nicht. Ich habe doch nie Probleme in diesem Park. Der Park läuft so wunderschön. So. Stromtechnisch. Müssen wir hier auch was tun? Und zwar, ich würde sagen, so. So.
So, dann müssen wir aber noch gucken, dass wir hier den Strom gespannt kriegen. Kein Strom? Was war das eben? Das war nur kurzfristig, oder? Wir haben doch noch genügend Strom, oder? 45, 70, ach ja gut, Strom haben wir wirklich genügend. Das ist ja jetzt mal Quatsch. Innen können wir noch ausbauen, das wäre noch was. So, Heli losschicken. So, was haben wir denn noch an Fossilien? Die verkaufen wir drüben. Und hier haben wir noch ein bisschen DNA. So richtig viel Geld bringt uns aber immer noch nicht ein. Ich hoffe, dass sie noch ein paar Fossilien finden, die ich drüben dann verkaufen kann. So, aber hier sind ja keine Leute hier vorne, deswegen müssen wir hier was ändern. Hier haben wir einen Käfig. Ich überlege gerade, dass wir hier irgendwie noch einen Weg durchmachen. Dass wir hier noch irgendwelche Dinos reinbringen. Zusätzliche. Die könnte ich eigentlich... Ich überlege gerade, dass ich die woanders ausbrüten lasse. Hier habe ich ja nicht das Konzept wie auf der anderen Insel. Deswegen, hier noch eine Brutstation hin. Oder ich mache einen Raptorenkäfig. Dass ich die hier ausbrüten lasse. Dass ich die erstmal in diesem... Dass ich hier praktisch schon mal ein Stück Zaun ziehe. Hier so rein. Und die dann abhole. Dass ich hier nochmal ein Zwischentor mache. Ich glaube, das mache ich. Ich mache hier so ein... wie so ein Zwischengatter. So. So, zu. Ist das jetzt zu? Ja. Und dann machen wir hier wie so ein Zwischengatter. Ich meine, hier ist ein bisschen Baum. Da pflanzt man noch einen hin, wenn man da noch... So. Und dann machen wir noch ein bisschen Gras. Achso, geht nicht, weil es zu dem Prop hier gehört. Und dann machen wir hier ein Tor rein. So, dann können wir hier nämlich welche freilassen, wenn es sein muss. Und wir haben wie so einen Zwischenübergangskäfig. Dann können wir hier die ausbrüten und dann hier drüben einsiedeln. Fossilien. Was ist... Moment, wir füllen das mal auf. Komm. Reagiere auf Nachschubanfrage. Einverstanden. Wir füllen einfach mal alle drei auf. Dann können wir da drüben freilassen. Gut. Fossilien. Das heißt aber, wir schicken auch den Heli wieder los. Und schauen mal kurz nach den Fossilien. So, bald haben wir ein Zoritosaurus-Fossil. Fossil nicht, sondern Zoritosaurus können wir ausbrüten lassen. So, dann machen wir hier nämlich einen zweiten Käfig. Guck nur kurz, wie wir das machen. Wo ist denn hier der... Wo ist denn hier der Rand? Hier ist der Rand. Oh, das ist gar nicht so groß. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich sogar den hinteren Bereich hier nehmen. Dann machen wir hier so ein bisschen frei und fangen mit dem Gehege hier hinter irgendwie an. Dass wir hier so diesen Bereich freilassen, wo wir dann Wege bauen können und... So. So müsste doch reichen, oder? Etwas kleineres Gehege. Oh, was ist denn da passiert? Hat niemand gesehen. Das ist schon okay. Lass mal einfach so.
So, dann haben wir das auch. Dann brauchen wir noch einen Ranger-Einfahrt. Da machen wir hier einfach ein Tor rein. Oder, warte mal, da neben dran. Dann können die direkt da ran. Dann machen wir das Ranger-Tor hier hinten. Und wir brauchen eine Beobachterstation. Da. Ja, nur andersrum. Okay. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Edmond und Dilfo. Ich akzeptiere einfach mal, aber ich glaube, ich habe vorne keine Dilfo drin, oder? Dilofo. Warum? Edmond habe ich oben... Nee, ich lehne ab. Tut mir leid, ich muss es ablehnen. Gut. Dann werden wir hier einen Werk dran machen. Das ist zu groß. Aber mal, ich überlege mal, dass wir diesen dicken Weg hier vielleicht hier rüberziehen. So, wir lassen das erstmal so. Und jetzt binden wir das hier das so an. Ich hoffe, das langt, aber wenn nicht, werden wir den einfach entfernen, wenn hier was nicht passt. So, Strom. Das liegt alles noch im Strombereich, das ist gut. Und dann machen wir hier noch ein bisschen ins Gehege, ein bisschen Wasser rein. Überlegt nur gerade, wo vielleicht. Hier so. Noch eine kleine Insel hier rein. Ja, ist doch ganz hübsch. Dann können die da rüber rangehen. Und dann machen wir hier noch ein paar Bäume hin. Ein bisschen den Zaun versteckeln. Gut. So, was packen wir hier rein? Hier packen wir hier die Akku-Raptoren. Nein, Raptoren sind mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Vielleicht noch eine Vielfalt. Welche Dinos haben wir da noch nicht ausgebrütet? Truzio haben wir auf jeden Fall. Die Dracos sind, aber die sind super aggressiv, wenn die irgendwie nicht in der Gruppe sind. Wir warten jetzt erstmal mit den Fossilien ab, dass wir die auf 100% haben. Können wir ihn nämlich hier losschicken. Was haben wir denn hier unten? Hier ist Dilo. Schicken wir mal hier hin. Was haben wir an Fossilien hier drüben? Sehr schön. Haben wir hier, können wir in das Fossilienzentrum? Das ist Forschung, da wollte ich nicht hin. Können wir denn hier ein Upgrade einbauen? Genau. Inventarplatz. Die Zeit ist mir ehrlich gesagt herzlich egal. Aber Inventarplätze sind wichtig. Ah, das war jetzt einmal Zeit. Na gut, komm, ist egal. Müssen wir doch hier eigentlich... Ja. Also umso schneller es geht, umso schneller können wir verkaufen. Wir brauchen drüben Geld. So, jetzt ist die Frage, was packen wir hier rein? Ich finde die Dracos ja schon nicht so schlecht. Ich glaube... wie war das denn? Wir haben zu wenig Saurier... Spaßbewertung ist ein bisschen hochgegangen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dinosaurier-Sichtbarkeit. Hä? Wir sind... Langbewertung ist doch auf 5. Wieso ist die Inselbewertung nicht auf 5? Weil wir zu wenig Dinos haben, oder? Das ist jetzt das Problem. Kriegen wir das auf 5? Das wäre geil. Okay. Expeditionscenter kann ich noch Sachen einbauen. Warte mal, das gucke ich mal. Nee, habe ich noch nichts erforscht. Das Expeditionscenter hat noch keine Sachen, die ich erforschen kann. So, hier müssen jetzt Dinos rein, die wir hier reintransportieren. Oder wir machen die Raptoren hier drüben rein. Ich meine, das wäre doch... Raptoren mag jeder. Weißt du was? Das machen wir jetzt. Ich transportiere jetzt die Raptoren ab. Und hau die... Wo seid ihr Raptoren? Da. Du? Anfrage bestätigt. Verstanden.
So, die packe ich jetzt da drüben rein. Dann haben wir da nämlich schon mal einen Bestand. Und dann können wir nämlich die hier einzeln lassen. Wir müssen uns nur abwarten, dass sie nicht gefressen werden. Wenn ich die hier betäubt habe. Beziehungsweise betäubt habe lassen. Wo jagt er den denn? Ah, da. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Komm, gib mir einen. Muss er denn? Okay, warte mal, dann kann ich eins bauen, bis ich hier, bis die alle betäubt sind. Erbaut? Okay. Toter Dinosaurier. Ich hab's mir gedacht. Die beißen die platt. Oh, warte mal. Go, go, Ranger. Ranger Team, Fahrzeug lenken. Lass mich durch, lass mich durch. Ich muss ein Foto machen. Hallo, guten Tag. Gehen Sie mal bitte beiseite. Ich muss ganz kurz hier in das Gehege rein. Mach auf, mach auf. Mach auf. Wo ist er? Wo hat er den gefressen? Wo war das? Schissel. Drei tote Dinos. Wo ist das? Verdammt, das sind die Futterstationen. Da. Hallo, guten Tag. Oh. Hallo. Lass sie mal den Wagen fressen können, das wäre doch mal ein Foto. Hallo. Bitte drehen Sie weiter. Lass dich nicht fressen. Oh, warte mal. Da sind sie noch betäubt. Oder sind die tot? Ne, sind alle tot. Die haben die alle tot gebissen. Die blöden... Ah. Produkt muss eingesammelt werden. Moment. Frisst er den jetzt da hinten? Ne. Ne. Hole Produkt ab. So ein Bockmist. Ich war zu knapp dran. Naja. Na, super. Gut, dann machen wir jetzt das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Produkt wurde eingesammelt. Dann müssen wir es halt so machen. So, wie fühlt ihr euch denn wohl? Warum macht ihr denn immer so einen Schissel, ihr Kerle? Drei Stück wären eine soziale Gruppe. Und wie viele sind hier drin? Produkt wird transportiert. Zwei. Naja, vielleicht kriegt ihr bald einen dritten. Ihr habt ja ganz schön viele Futterstationen hier. Drei Stück für zwei Viecher. Naja. Wer hat, der kann. So, jetzt warten wir, bis die anderen ausgebrütet sind und holen in der Zeit noch ein paar Fossilien. Die Raptoren sind verhungert. Gerade in dem Moment, wo ich sie betäubt habe, glaube ich nicht. Kommt gerade im Chat, dass sie verhungert wären. Das kann durchaus sein, das würde ich recht geben. Aber komischerweise habe ich sie betäubt oder betäuben lassen. Und in dem Moment sind sie tot. Ich glaube, die sind totgebissen worden, weil die auf einmal wehrlos am Boden lagen. Auf jeden Fall ist das insgesamt mit den Raptoren eine schwierige Geschichte. So. Haben wir noch einen Beobachtungsturm hier für die Raptoren. So. Da decken wir aber auch nicht viel mehr ab, oder? Den Bereich noch. Da vorne ist die Kante. Es lohnt sich eigentlich nicht, ne? Ne, es lohnt sich nicht wirklich. So, warte mal. Wir haben hier eine Getränkebewertung von 57%, Nahrungsbewertung von 57%. Warum ist das jetzt passiert? Warum geht jetzt die Bewertung runter? Das verstehe ich nicht. So, Souvenirladen, Fast Food.
Da haben wir... Scheiße. Stopp, Abbruch. Abbruch. So. Gehäge? Nein, Burger. Wir machen ein Restaurant. Wir machen ein zweites Restaurant. Restaurant. Machen wir hier so ans Gehege ran. So. Stromausfall Ranger. Bestätigt. Okay, haben wir. Die starten da hinten neu. Wo haben wir denn Mann, unsere... Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Ah ja, sicher, klar. Unzureichende Fossilienkapazität. Hä? Hat die zu oft losgeschickt? So, 3 Stück noch frei. Ich hab doch ne... Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Ein Draco zu verkaufen. Nee, für dich habe ich schon. Nee, für dich habe ich schon genügend erledigt. Wieso? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist denn die Mission nicht abgeschlossen? Wie viel hat er da mitgenommen? Hier sind doch 3 Plätze frei. Kapiere ich nicht. Wieso? Bin ich nicht dabei. So, wir können Dinos freilassen. So, und dann können wir sie gleich transportieren, nämlich hier drüben rein. Oder wir machen einfach das Gatter auf. So. Ah, jetzt ist hier Platz. Den Kram können wir verkaufen. So, warte mal, dann werde ich im Fossilienzentrum aber trotzdem hier die, das Upgrade nochmal ersetzen. Nämlich auf Inventarplatz. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier drin. Und den können wir auch wieder losschicken. Oh Gott, was ein Geklicke hier. So. Und jetzt müssen wir nämlich Nachschubanfrage das noch auffüllen. Und wir müssen... Da sind sie. T. Nein. T. Akku. Betäuben, betäuben. So, die werden wir jetzt beiden betäuben lassen. Das machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir die umsiedeln in das neue Gehege hier. Und dann wird das hoffentlich langsam hier mal ein bisschen besser werden. Ich will nämlich auf die 5 Sterne kommen. Das wäre eine klasse Sache. Und wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen, bis wir die 5 Sterne Bewertung haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen hektisch, weil irgendwie der Bestand geändert und alles ist ein bisschen hektisch. Der schläft schon. Ich werde jetzt den Transport direkt veranlassen. Und du kommst dahin. Und du kommst auch dahin. Da kommen sie schon, die beiden Transport-Helis. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge von Jurassic World Evolution. Macht's gut, bis dann. Tschüss.